Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Irgendwie gewöhnt sich mein Körper gerade daran, lange zu schlafen. Normalerweise schlafe ich bis 5, jetzt ist es 7:30. Und ich habe einen wunderschönen Ausblick, den zeige ich euch mal. Hier ist die Seite und die Sonne scheint, wie schön. A time of peace. No more pain and suffering, just peace. Scheint echt windig zu sein, aber es waren 29 Grad gestern, also wird schon. Ja, heute möchte ich nach Bran, glaube ich, heißt das. Also grundsätzlich ist mein Plan erstmal ganz in Ruhe frühstücken, dann ein bisschen Yoga machen, einpacken. Und dann fahre ich die, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Transferata. Wartet mal, ich muss mal googeln. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, ich habe nachgeschaut. Also, ich werde heute die Transfagarasan befahren. Das ist ein sehr bekannter Bergpass, eine Passstraße, die über die Karpaten führt. Dann will ich nach Brasov und in dieses ganz berühmte Dracula-Schloss. Ja, ich nehme euch mit. Freue mich, dass ihr dabei seid. Oh, es ist ganz schön windig heute. Aber nicht unbedingt kalt. Aber windig. Und die Sonne scheint. Und da ist noch jemand dazugekommen gestern. Und da steht noch einer. Also insgesamt sind wir zu dritt. Aber alles keine Deutschen. Und jetzt mache ich mir erstmal einen leckeren Kaffee. Frühstück. Und dann eine Runde Yoga. Und dann geht's los in die Karpaten. So pure, so real, only love. Take a look around you. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take the hands. I can see. Es geht los. Ich verlasse diesen wundervollen Platz hier. Ihr hört, die Kühlbox läuft schon. Es wird langsam wärmer. In 2 Stunden, 42 Minuten sollte ich an der Passstraße angekommen sein. Das ist echt noch ein weites Stück. Die Autobahnen sind hier nicht so gut ausgebaut. Aber ja, ich habe ja Zeit. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass ich hier keinen Termin habe, keinen Stress habe und einfach vor mich hin dallern kann. Okay, lasst uns starten. So, ich bin jetzt hier auf der Autobahn. Das war es wieder. Ich habe voll dem Navi vertraut und bin einfach gefahren, gefahren, gefahren. Und plötzlich war ich auf der Autobahn. Ich hatte aber keine Vignette. Und es ist wirklich tot auf der Autobahn hier. Also hier fahren praktisch kaum Autos. Und es gibt auch keine Tankstellen. Also bis das hier ist die erste nach über 100 Kilometern. Und immer habe ich gelesen, Vignette, elektronische Vignette und habe diese Kameras oben gesehen, die es in Deutschland auch gibt für die LKWs. Und dachte mal, oh, jedes Mal, wenn ich die Kamera gesehen habe. Und jetzt bin ich hier an die erstbeste Tankstelle, ist eher eine Baustelle. Die Tankstelle wird erst gebaut, da wird sie entstehen. Und hier hinter ist aber eine Baracke. Und da konnte ich jetzt glatt eine Vignette kaufen, 10 Tage, 14 Euro und 95 oder so.
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich irgendwie schon registriert bin oder ob es trotzdem gilt oder ob ich Strafe zahlen muss. Lassen wir uns überraschen. Wow, schaut euch mal die Berge da vorne an. Das sieht echt vielversprechend aus. Leider ist die Sicht heute bestimmt nicht so gut. Na, schauen wir mal. Ich bin angekommen. Dort hinten, durch die Berge, geht diese Straße. Die ist ungefähr 90 Kilometer lang. Also das nächste Dorf, was da hinter den Bergen ist, ist in 90 Kilometer. Und es geht halt immer, ich gucke mal, ob ich die GoPro so lange mitlaufen lassen kann oder wenigstens ein kleines Stück. Und hier ist auch nochmal eine Tankstelle an der Seite. Ich überlege jetzt, mein Tank ist voll, halb voll, ob ich jetzt nochmal tanke, wer weiß, was danach kommt. Aber dann bin ich halt schwer mit 50 Kilo mehr oder 25 Kilo mehr. Ich habe mal kurz angehalten, beim Fahren filmt es sich immer nicht so schön, oder? Hier steht das Auto. Und hier hinter sind noch richtig fette Berge. Aber jetzt geht's weiter. Every little step in this direction. Ich komme irgendwie gar nicht vorwärts. Schaut euch doch das mal an. Ist es nicht der Knaller? Herrlich. Hier fährt übrigens auch eine Bergbahn. Ich weiß nicht, ob wir sie rangezoomt kriegen. Dort jetzt hinter diesem Pfahl. Da ist sie. Hier kann man so schön wandern. Hier ist überall Wasser. Kann man sich erfrischen. Herrlich. Ich will euch mal kurz mein Navi zeigen. Also die Straße geht so über 20 Kilometer. Na, wer möchte sich auf diese Bank setzen? Auf der Strecke gibt es jetzt hier so schöne, leckere Sachen zu kaufen. Ich habe allerdings gar keine Leih, sondern nur Euro. Jetzt muss ich mal fragen. Ein Spinier. Dies Spinier. Dies Spinier. So schnell kann ich gar nicht essen. And, Germany? Yes. Guten Tag. Guten Tag. This Kuh. Kuh? Kuh. This Schwein. Mm-hmm. And this Schaf. Ah, okay. And this difference Schaf. Mm-hmm. Andere Schaf, okay. Das ist gut. This, gut. Mm-hmm. Schwein. Mm, ja. This Schwein. Dies Schwein, dies Schwein. Dies Schaf. Und dies, the same Kuh. Mhm. Mixed. Dies mixed. Und dies Schaf Nervmat. Und dies Brinza du Schaf. Dies und dies. I'm alone. Yes. Okay. Okay. Okay, how much is it? €4. Wow, war es so kalt da draußen. Für so ein großes Stück Schinken, das sollte 4 € kosten. Und das ist garantiert ein Touristenpreis. Ich habe ihm trotzdem 5 gegeben, weil er nett war.
Ich habe einmal alles durchgekostet. Oh, puh, jetzt muss ich erstmal was verdauen. Ich fahre hier so und navigiere hier mit diesem Handy. Und mit mal kommt da so ein schriller Alarmton raus und diese Warnnachricht. Und ich dachte, ach du Schreck. Meine Freundin hatte neulich ein Virus auf ihrem PC und hatte auch dieses Und genau so war das jetzt mit dem Handy. Und ich mal, hä? Bei mir kann es doch gar nicht passieren. Und ich bin noch da abgesichert. Jedenfalls hatte ich aber auch keine Zeit, da mir das genau durchzulesen, weil ich ja hier Serpentinen fahre. Und plötzlich vor mir Warnblinker. Und was dann passiert ist, zeige ich euch jetzt. Nein, da steht ein Bär. Der füttert den da. So süß sie sind und so gern man helfen möchte, aber bitte, 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 füttert keine wilden Tiere. Ihr lockt sie damit auf die Straße und es ist einfach zu gefährlich für die Tiere. Kommt da. Um Gottes Willen, muss die Scheibe wieder hochmachen. Machen wir ein Zimt. Ich, ein Schwein, als ich die Scheibe hochgemacht habe. Ein bisschen Angst um mein Auto hatte ich schon in diesem Moment. Er hat wahrscheinlich die letzten Frühstückskrümel von meiner Stoßstange geleckt. Im Übrigen bekommt man in Rumänien eine Warnung übers Handy. Man muss nichts einstellen, die kommt rein automatisch und es wird gesagt, in welchem Gebiet der Bär gesichtet wurde und wie man sich verhalten soll. Ist der süß? Ach Gott. Während meiner Zeit in Rumänien habe ich 4 von diesen Warnungen bekommen und auch diese Bären dann getroffen. Allerdings alle auf der Straße. Das ist so traurig, dass die Touristen einfach die Bären füttern und sie damit immer wieder auf die Straßen locken. Man muss bedenken, es sind wilde Tiere. Sie finden genug Fressen in den Wäldern der Karpaten. Sie brauchen nicht zur Straße kommen. Wieder. Also ein bisschen Muffengang hatte ich ja, weil ich hatte ja erst die Scheibe runter und der hat da hinten an meiner Kofferraumklappe geschnüffelt, aber der war so knuddelig und jetzt kam dieses Warnsignal nochmal. Ich hatte dem gar nicht mehr Beachtung geschenkt auf meinem richtigen Handy mit der SIM-Karte drin. Und jetzt denke ich, musst du dir mal durchlesen. Das ist eine Bärenwarnung. Ich blende euch das mal hier ein, was da gewarnt wurde. Und jetzt braucht man sich nicht wundern, wie die Mülleimer hier aussehen. Das haben die Bären hier alles auseinandergeräumt. Jetzt schon wieder. Ach Gott. Die Picknickplätze sind hier alle wunderschön. Schaut euch doch mal diesen Ausblick an. Dieser glitzernde Bergsee. Herrlich. Hier ist ein riesiger Stausee rechts und links. Und jetzt geht's hier ab in den Tunnel. Bring back the love into the human hearts.
ist jetzt mein vierter Bär heute. Puh, was für eine anstrengende Fahrt. Also praktisch bin ich heute den ganzen Tag Serpentin gefahren, auch von dieser Passstraße bis hierher nach Bran. Und jetzt habe ich einen wundervollen Stellplatz. Ich zeige ihn euch mal. Ich habe noch Sonnenbrille auf, muss ich erst mal auswechseln. Ja, hier steht Venner und hier ist ein Bach. Kann ich heute gleich noch mal das Wasser auffüllen? Das Duschwasser. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 3 in Rumänien und ich stehe hier immer noch auf meinem schönen Platz am Bach. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück.